Log. Es ist halt schwierig. Whistleblower. Oder wir gehen jetzt die doofe Kuh, die die Sklaven hat, infiltrieren. Im letzten Abenteuer von Detektiv Bagley und seinen zeitweise hilfreichen menschlichen Helfern entdeckten wir, dass eine milliardenschwere Technologie-Mogulin und ein Kriegsgewinnler beide menschliches Leid ausnutzen und Tausende umbringen wollen. Eine schockierende Wende. Und wo wir schon bei Verdächtigen sind, Mary Kellys Sklavenhandel könnte jeden Tag stattfinden. Und wir haben ein Notsignal ausgerechnet aus einem Coffeeshop erhalten. Vielleicht ist das WLAN ausgefallen. Ist das relevant, Bagley? Ja, natürlich steckt mehr dahinter. Aber ich musste einen Witz machen, damit du aufpasst. Ich habe beide Spuren auf deiner Optik markiert. Ja, ich synchronisiere in Succubus einen Sklaven, der die neue HP gibt, während er verprügelt wird. Auf Deutsch natürlich. Ich habe das Drohnennetzwerk überwacht. Mary Kelly hat endlich die Einladungen zu ihrer Sklavenauktion verschickt. Dedsec, Caitlin Lau hier. Das ist euer Spezialgebiet. Hackt eine dieser Drohnen und besorgt den Ort, an dem sie diese armen Schweine mit den Mikrochips verkauft. Machen wir dem ein Ende. Aber sonst muss ich sagen, das ist ja... Insgesamt ist das ein ganz gut durchsynchronisiertes Spiel. Ach, beschaffe dir eine Einladung von einer Lieferdrohne. Kann ich die überhaupt hacken? Ich habe das immer für nutzlos gehalten. Ja, habe ich schon gemacht zwischendurch. Wie man sieht, sind ganz viele Sachen total nützlich. Obwohl das, die Elektroschockfalle könnte wirklich noch praktisch sein. Tja, das war einfach, sogar für dich. Gib mir einen Moment, um die Sicherheitscodes zu entschlüsseln. Und Bagley? Was hast du? Mary Kelly verkauft ihre Ware in Hackney Baths. Diesen Ort gibt es seit 1904. Früher war es ein öffentliches Badehaus. Heute, in der ach so aufgeklärten Moderne, ist es ein Sklavenmarkt. Sie sprach von Auslandsinvestoren, ein großes Geschäft. Das bedeutet Partner, Klienten, Beschäftigte. Alle, die irgendwie Teil ihrer Organisation sind. Wir erledigen Mary Kelly von innen heraus. Inspektor Lau will ihren Fall gegen Mary Kelly einem Kontakt beim Generalstaatsanwalt geben. Wir müssen möglichst viele Daten beschaffen, damit sie genug für die strafrechtliche Verfolgung haben. Die Mikrochips sind ein großer Teil der Gleichung, von der wir nahezu nichts verstehen. Wir brauchen etwas Handfestes in der Sache. Sieh nach, ob du etwas finden kannst. Pläne, Belege, Proben. Also, der Plan ist einfach. Die Soiree der Kellys stören, möglichst viel herausfinden und, ganz nebenbei, nicht dabei draufgehen. Sehr gut. Bei den Baths kann man nicht vorsichtig genug sein, Team. Mary kann all ihr... Ja, Mary kann alles. Mary ist ein Arsch und die hat einen Diener, der heißt Peter. Was ich mir merken kann, ey. Und dann manchmal denke ich am Tag so, du kannst überhaupt nichts mehr. Dein Gehirn hat alles verlernt, was du in der Schule gelernt hast. Du kannst froh sein, dass du irgendwie noch schreiben kannst. Und dann merke ich mir so einen dämlichen Handlanger. Nein, er sieht nicht aus wie Peter Griffin. Er hat eine Glatze und eine Brille getragen und hat sie doof angegrinst, während sie Sklaven genötigt hat, beziehungsweise einen Sklaven getötet hat und danach gesagt hat, jetzt bringen sie weg und die anderen Sklaven sollten sich das genau angucken und den anderen davon erzählen, was mit den Leuten passiert, wenn sie gegen die Regeln verstoßen. Ich könnte meinen, das war ein sehr eingreifendes Erlebnis in dem Spiel, aber so war es gar nicht. Das wäre was für Gronkh. Gronkh könnte Peter Griffin synchronisieren ein bisschen.
Schade, ist die neue Staffel. Also, ich habe die neue Staffel zum ersten Mal in Englisch geguckt. Von Family Guy. Weil die deutsche Synchronisation war ja noch nicht raus, als die neue Staffel kam auf Netflix. Aber es war okay. Man konnte dem eigentlich immer noch ganz gut folgen. Und jetzt? Platz nicht einfach rein. Hack den CTUS-Hub des Gebäudes und schau, was dich drinnen erwartet. Guter Plan. Family Guy hat schon sehr gute Folgen. Aber auch, ja. Aber auch ein paar schlechte. Ist halt wie bei allem. Und die Star Wars-Verarsche ist halt schon bei Family Guy eine der besseren. Wobei Futurama die beste Verarsche ist die von Herr der Ringe. Als Vergleich. Bin mit dem System verbunden. Besorg alle Namen, Orte, Daten, was auch immer du da findest. Wir müssen diesen Fall lösen. Inside diese Manager. Menschen befreien. Okay, mal sehen, was ich noch finde. Nette Party. Nein, noch ist niemand hier. Das hat ja auch was Gutes. Der Champagner ist fast alle und du weißt, wie gern die reichen Bastarde gratis Fussel saufen. Hab mir den Scheiß abgewöhnt. Ja, verlor seine Befördern, als Detzek seine Organchirurgen kompromittierte. Nein, sie kommt nicht. Zumindest nicht für diese Leute. Das passt mir. Sie ist der Boss und so, aber... ganz genau. Immer stressig, wenn sie da ist, weißt Mode Designer. Du? Und immer blutig. Bis später. Na los, schaut in die Kamera. Gerade. Ja, so ist's gut. Aufstehen. Und ganz langsam umdrehen. Ich will das nicht tun. Bitte. Beweg schon deinen verdammten Arsch. Mann, ist das erbärmlich. Diesen Waschlappen wird doch keiner kaufen. Die Käufer erwarten echte Qualitätsware. Also gut, bring ihn nach unten. Wir aktualisieren den Katalog und die Online-Infos. Nein, nein, tut mir leid, ich mache, was ihr sagt. Bringt mich nicht dahin! Halt bloß deine Fresse! Scheiße. Was zur Hölle? Wir sollten uns das ansehen. Die Chancen stehen gut, dass der Keller verschlossen ist. Die Chancen stehen aber auch gut, dass einer dieser Schwachköpfe seinen Zugangscode irgendwo rumliegen gelassen hat. Ja, größte Schwäche der Mensch. Vor allem, lass uns doch mal in dem Bereich mit lauter Kameras Menschen misshandeln und versterben. Sehr gut. So viel Krach wollt ihr eigentlich nicht machen. Ich sehe sie nicht mehr. Scheiße, ich hab sie. Ich seh's mir an. Ich glaube, der eine Typ hat eine Bombe an seinem Körper gezündet und ist losgerannt, hat es aber nicht rechtzeitig runtergeschafft. Das bringt
Richtig, Sachen explodieren aufgrund von Zufall jetzt. Danke, Redcatcher. Das verstehe ich nicht. Du hast mich seit längerem abonniert, aber durch Watch Dogs bist du auf mich gestoßen. Lass mich raten. Kisten sind zerstörbar an der Stelle. Ich persönlich spiele normales Watch Dogs 2. Also du spielst halt Watch Dogs 2 noch. Findest du das nicht auch besser, dass Watch Dogs 3 wenigstens ein bisschen ernster ist wieder von den Themen, im Gegensatz zu Watch Dogs 2, was halt sehr... Also sehr Funtainment war. Überwiegend. Wie krank ist das denn? Sich den Abend mit dem Kauf eines anderen Menschen versüßen. Gott, mir wird echt kotzübel. Bleib ruhig. Wenn wir etwas unternehmen, bevor die Mikrochips deaktiviert sind, kann Mary Kelly ihr Inventar räumen. Ich fand Watch Dogs 2 ja ganz witzig, aber ich fand halt bei 1 die ernstere Thematik besser. Und auch das Düstere. Jetzt ist so eine Mischung aus beiden, finde ich. Ein neues Herz bringt Jahrzehnte. Nieren, Lunge, Hornhaut. Die Golden. Ach, wundervoller Organhandel, ey. Verdammt nochmal! Das ist die Golden Goose. Es ist Mary Kellys eigener Online-Marktplatz für Organe, Drogen, Waffen, Menschen. Wir dürfen das nicht länger zulassen. Ich schlage vor, du wäschst dir danach gründlich die Hände. Oh, hier ist was Interessantes. Miss Kelly, wo bleibt unsere Sprengstofflieferung? Sie haben die Krypto bekommen. Jeden Penny, ja. Zugegeben, ich hätte sie beinahe für Trolle gehalten, die in Mamas Keller Scheiße reden. Und was denken Sie jetzt? Ich denke, Sie haben viel Geld. Und meine Organisation könnte in etwas verwickelt sein, das sehr hässlich ist. Ich denke, sie bezahlen das Doppelte. Sie bleiben ihrem Ruf treu. Aber wir können ihnen wertvollere Dinge als Geld anbieten. Was wäre das? Macht. Wir können sie zur Königin von London machen. Königin, hä? Eine Königin ist souverän. Und autonom. Geben Sie die Lieferung frei. Und Sie können London beherrschen. Tja, ich erkenne einen guten Deal, wenn ich ihn sehe. Feuerwerk ist unterwegs. Aber verbrennen Sie sich bloß nicht daran. Das gibt ihr den Rest. Mary Kelly hat den Sprengstoff für die Bomben geliefert. Und dazu noch die Sklaven und der Organhandel. Sie ist erledigt. Das ist eine interessante Wende. Mary ist also nicht Zero Day. Aber sie hat damit zu tun. Ich muss zugeben, dass Zero Days Plan zum Spurenverwischen clever war. Und er hat funktioniert. Sogar ich hatte das nicht erwartet. Und ich erwarte einiges. Wir sollten unser Ziel nicht aus den Augen verlieren. Wir brauchen für Caitlins Fall alles über Golden Goose. Bagley, könntest du Daten sichern? Das ist eine einfache Marktseite. Ich habe Inventarlisten, aber nicht gerade viel, was Inspektor Laus' Fall betrifft. Bagley, wir müssen die Marktplatz-Server finden. Dann kann Caitlin ihre Informationen bekommen und wir können ihn schließen, bevor er vollständig online geht. Würde ich ja gern, aber die Server springen um den ganzen Globus. Wahrscheinlich ein Shuffle-Protokoll und eine Art Mixnet. Natürlich kriege ich das hin, aber es wird ein paar Tage dauern. Der Mann oben, der die Leute begrüßt, scheint dir das Sagen zu haben. Holen wir uns die Serverposition von ihm. Ich will keine Zeit verlieren. Augen ersetzen. 40.000. Ein Auge ist ganz schön billig. Was wird das teuerste sein? Das Herz oder die Lunge? Lungen.
Wahrscheinlich, weil es nicht so gute, also nicht viele gute Lungen gibt. Viele sind einfach zugemüllt mit Shisha-Rauchen oder normal Zigarettenrauchen. Dieser Psycho geht mir auf den Sack. Ja, ich werde heute Abend Little Hope spielen. Und werde wahrscheinlich sterben dabei. Aber ich mache zwischendurch noch eine Pause. Für Essen und sowas. Die haben einfach irgendeinen Zivilisten verprügelt. Ich habe die Koordinaten der Golden Goose Server und als Bonus noch die des Mikrochip-Kontrollrelais. Sie sind beide bei Neogate. Guter Junge. Tja, das hat gereicht. Der Rest ist nur Bonus-Textkram zum Einsammeln. Hier ist nichts, such woanders. Hier ist auch nichts, such woanders. Zip. Datzak, wir brauchen die Serverdaten. Sobald wir die haben, bringe ich sie zum Büro des Kronanwalts. Das ist das Ende von Mary Kelly. Wir dürfen die Server nicht ganz lassen. Wenn wir sie zusammen mit dem Kontrollrelais der Mikrochips abschalten, befreien wir alle, die implantiert sind. Nächster Halt, Neogate. Anscheinend hat Mary die Golden Goose Server in einer Cyber-Security-Software-Firma versteckt. Ich kann ihre Taten nicht gutheißen, aber ihre Methoden sind nicht übel. Ich bin so nah dran. Ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Ich markiere sie auf deiner Karte. Deshalb, die Beweise sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Vollidiot, was geht's hier geduckt rum? Suchst du irgendwas? Meinst du? Ja.
Was in aller Welt ist das, Bagley? Ein Datenstick. Der muss aus dem Wrack kommen. Es gibt Beweise, dass Albion es auf Graswurzelgruppen im Stadtteil abgesehen hat, damit die sich nicht organisieren. Ich gehe dem nach. Könnte nützlich sein. Ja, Schatz, wir gehen gleich noch raus. Ich rede mit dem Hund, nicht mit euch. Das reicht. Mit euch gehe ich nicht raus. Rette die Gefangenenbuchhalter. Ich glaube, du wirst über die Nebenmissionen eigentlich in alle Gebiete reinkommen, um die dann zu befreien. Aber es ist auch wieder so eine Hypothese von mir. Keine Spielchen mehr. Wir beide wissen, dass du hast, was ich will. Also gib schon her. Los, du nichts nutzt. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich in der Story nicht sehr weit bin, aber effektiv gleich ganz London schon befreit habe, beziehungsweise mir den Support geholt habe von den Bürgern. Wenn du schon dabei bist, kannst du auch meinen Hund mitnehmen. Für ein verfallenes Gaswerk treiben sich hier ungewöhnlich viele Kelly-Schläger herum. Und keiner kam mal auf die Idee, ein bisschen zu putzen. Kein großes Geheimnis, was? Ist ja unübersehbar. Naja, suchen wir die Person, die ihnen das Geld klaut. Dein Kangal Rottweiler wird ihn fressen. Ich wette, die werden beste Freunde. Ist doch genau, sind da, ist doch selber Rassestamm. Bin ich sicher, wo das Ding ist, was ich zerstören soll hier. Upsala! Oh, das sieht alles gerade ein bisschen problematisch aus. Sie mag keine kleinen Hunde. Walters erwartet, bis sie schläft, dann frisst er sie auch von innen. Oder lässt sich fressen und frisst sie von innen auf, was viel naheliegender wäre. Ausschwärmen! Findet sie! Es wird geschockt! Irgendjemand steckt dahinter. Die Kellys haben sie wohl kaum so gefesselt, um ihre Pfadfinderknotenabzeichen zu bekommen. Ihre Optikloks legen nahe, dass sie die Diebin ist. Nicht, dass ich die Kellys für besonders klug halte, aber das könnte eine Falle sein. Seien wir vorsichtig.
Perma-Deaktivierung wieder. Und wie ich bekomme Kangal-Mops-Welpen. Wie wundervoll würden die wohl aussehen? Was man über Sabotage sagt. Ein bisschen mehr schadet nie. Das wird Albion sicher Kopfschmerzen bereiten. Wir haben getan, was wir konnten, um Albions Einfluss in Hackney und Islington zu schmälern. Jetzt müssen andere übernehmen. Also, was machen wir jetzt? Ich wurde von einer Aktivistin im Bezirk kontaktiert, die gerne ein Treffen hätte. Sie sagt, wir hätten sie inspiriert, ihren Beitrag zu leisten. Aber jetzt könnte sie Hilfe brauchen. Wir sollten mit dir sprechen. Weil ich muss bei Leisten einen Beitrag immer sofort an Starship Troopers denken. Leiste auch du deinen Beitrag. Ach, ich sehe gerade keinen ordentlichen Zugang. Ach, Kacke, da oben war einer der Zugangspunkte. Ich bin gerade erst da runtergelaufen. Piep, 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 piep. Ja, es ist ein toller Film. Wobei toll ja relativ ist. Er ist schon sehr militärpropagandamäßig. Wo bist du, Frachtdrohne? Mein Fehler. Die geschnittene Version, die damals gemacht wurde, damit die irgendwo bei RTL 2 rumgammeln kann, geht überhaupt nicht, weil einfach irgendwelche Szenen fehlen, die wichtig sind. Da wurde die einfach nur rausgeschnitten, massiv bei Starship Troopers, ohne Sinn und Verstand. Da gibt's nicht die Szene mit dem Messerwerfen, mit dem Knöpfe drücken. Da gibt's nicht die Szene, wo die feststellen, dass dem das Gehirn ausgesaugt wurde vom Brainbug und so weiter und so fort. Das war eigentlich eine Version ab 6 gefühlt. Und wenn später sowas wie Saw oder sowas in der Version gecuttet worden wäre, wie damals Starship Troopers gecuttet wurde, dann wäre Saw 15 Minuten lang. Ich habe übrigens die Saw-Filme später auch im Fernsehen geguckt. Weil ich da wusste, dass die schlimmsten Szenen nicht drin sind. Boah, und dann ist mir aufgefallen, ja Kacke, doch nicht geschnitten. Gut gemacht, ich schicke dir später eine Medaille. Bin ja kein Horror-Typ. Das
weiß nicht mehr, ob du ein Feind warst oder einfach nur hier rumgammelst. Man muss noch eine Buchhalterin retten. Weg damit! Eine Waffe! Danke. Mir stand die Kelly-Sonderbehandlung bevor. Jede Menge Blei. Aber ich hab's satt. Das organisierte Verbrechen. London. Warte! Sag uns, wie du es geschafft hast, die Kellys zu beklauen. Wir haben Interesse, deine Arbeit fortzusetzen. Klar. Sie wandeln ihr schmutziges Geld in Kryptowährung um. Und zwar jede Menge. Sprich weiter. Ich habe mir mit einem Keylogger Passwörter geschnappt, um die Operation zu sabotieren. Alles Geld von ihren Kryptokonten zu holen. Ha, echt clever. Danke, das machen wir auch so. Üdüb. Was ist los? Hast du in die Hose gepinkelt? Beatboxer, berühmt, fällt in der Öffentlichkeit auf, ist aber der arbeitslos. Der Keylogger mit den Passwörtern für die Kelly-Konten ist beim Spine. Influencer. Super Spitzname. Du könntest einen Spider-Bot brauchen, wenn du dort ankommst. Das würde ich... Fußball-Hooligan plus... Mir gern ansehen. Ach, fahr ich das Stück. Ob ich mir jetzt ein Ladescreen angucke oder eine Straße gerade fahre. Nämlich ein Linksverkehr. Und jetzt bin ich da. Du bist auf der Suche nach Datzak. Warum? Oh, da bist du ja, Liebes. Ganz reizend, was du für unser Viertel gemacht hast. Diese Albion-Schläger waren wirklich ein Ärgernis. Natürlich sind sie jetzt ziemlich angestachelt und wollen es dem Bezirk heimzahlen. Was soll das heißen? Eine Gruppe von uns wollte der Gemeinschaft helfen. Und bei der derzeitigen Lage mussten wir das leise tun, wenn du verstehst. Direkt unter Albions Nase. Okay. Ich gehe recht in der Annahme, dass es auch nicht ganz legal ist. Sagen wir einfach, ihr habt uns inspiriert und gut ist. Aber ich habe jetzt erfahren, dass Albion einige Razzien in Hackney plant. Das überleben wir nicht. Es sei denn, ihr helft uns. Wenn ihr sie aufhalten könnt, bevor sie zuschlagen, haben wir Zeit, unsere Operationen an einen sicheren Ort zu verlegen. Ich habe ein kleines Gerät in die Finger bekommen, mit dem ihr blitzschnell durch den Bezirk kommt. Sei so nett und kümmere dich für mich darum, ja? Gut, überlass das mir. Ich werde niemals links fahren. Ich gehe sofort hoch. Aber ich wollte mir den Shop hier angucken.
In so eine Ecke kann ja nur der geile Scheiß sein. Wie zum Beispiel Tigermuster. Das ist so ein richtiges Bundy-Outfit. Es ist gesetzlich verboten, sich in Gruppen über 3 Personen zu versammeln. Haben die auch Corona? Du kannst dir Masken kaufen. Hier, Peggy Bundy, jetzt ist mir gerade der Name eingefallen. Tja, für High Heels in Rot müssen wir woanders hingehen. Warum ist das denn jetzt zu? Die Klamotte, ist zu kalt für die oder was? Oh ja, Babe, schüttel deinen Speck für mich. Trotz Speck ist sie fitter als du. Dafür kann ich doch nichts. Ah doch, dafür kann ich ziemlich viel, wenn ich darüber nachdenke. Mach die Hose in den Hintern fetter. Ja. Aktualisiere Gesichtserkennungssoftware. Okay, gut. Keine Zeit zum Plaudern. Albion hat die Razzien-Teams synchronisiert. Ich schicke dir die Position, sobald ich sie habe. Du schaltest sie aus. Ja, na los, du vergeudest Zeit. Diese Drohne wurde modifiziert. Etwas schneller mit besserer Panzerung, aber die maximale Höhe ist begrenzt. Außerdem überwacht Albion den Bezirk mit CTOS. Sie könnten sie runterholen, wenn du zu hoch fliegst. Also flieg auf Straßenniveau. Gib dir gleich Straßenniveau. Das sieht nach einem guten Zeitpunkt aus. Aber nicht trödeln. Weiter, bevor die nächste Razzia startet. Aufgepasst, es sind Albion-Drohnen zu dir unterwegs. Mir egal. Ich bin da eh schneller als die Drohnen. Hey, habt ihr auch das Speedy-Auto da vorne gesehen vorhin? Oh mein Gott, ich bin einfach zu schnell unterwegs. Verlier keine Zeit. Weiter zum nächsten Ort. Und dann im Baum hängen bleiben. Ich wünschte, ich hätte einen, hier irgendwie ein Fahrrad oder irgend so einen Trainer, wo man sich mal eben eine halbe Stunde draufsetzen könnte. Und dann trainiert der für einen. Nein, irgendwas, was man bei Serie machen kann. Boah, ich bin einfach
ich mag halt dieses Bodentouren-Scheißzeug nicht. Das finde ich alles super nervig. Ich brauche einfach so eine kontinuierliche Belastung wie beim normalen Cardio-Training. Ich glaube, das passt halt am besten zu mir. Meckerst du gerade hinter mir oder vor mir? Nach der Mission sind wir weg, keine Sorge. Ja, noch eine, dann ist es geschafft. Brillant. Jetzt los, Beeilung. Meine Drohne raucht, weil die einfach heiß ist. Weißt du, was für ein Problem ist des Spiels? Es gibt eigentlich... Also klar, du bist eine Hackergruppe, ne? Aber wo sind deine wahren Gegenspieler? Also bis auf Waffengewalt können die ja nichts. Das ist ja so... Also wer es in Deutschland angesiedelt, würde ich sagen, okay, das ist klar. Dass da keiner kommt und ich sage euch mal... Zentrale, komm! Hackt. Drohnen sind unterwegs zur Zielperson. Weil die würden ja erstmal eine halbe Stunde durch die Stadt laufen... Um das Signal zu finden, vernünftiges. Das war die letzte. Wirklich verflucht gut. 3G, 4G, 2,5G. Alles kaputt. Boah, wäre ich bei einem Telefondienstleister so, ich hätte schon einfach just for fun mal jemand eine Dose geschickt. Brillant. Mit einer Kordel. Eine solche Razzia hätte unseren Kampfgeist gebrochen. Und der ganze Bezirk hätte Albion die Stiefel geleckt. Du hast echt Mumm bewiesen, Liebes. Ganz ehrlich, das schaffst du allein auch. Diese alte Schachtel hat noch ein bisschen Leben in sich. Und dieser Stadtteil auch. Dank dir. Gern geschehen. Gemeinsam haben wir bessere Chancen, Albion auszuschalten. Viel hilft viel, du weißt schon. Gut gesagt. Mach's gut, Liebes. Und meld dich mal. Guck mal, meine ist 59 und wie alt soll die sein? 1000? Nein. Weil meine hat... Als würden sich Hackney und Islington jetzt erheben und Albion Paroli bieten können. Ist halt körpertechnisch was Hätte ganz anderes. Besser laufen können, der Zack. Coole Sache. Coole Sache. Ubisoft hat einfach die asiatische Regel. Alles jung. Da läuft eine Freundin weg. Ich denke, sie wird nicht meine Freundin. Sammelruf, ruf Freunde zum Kampf. Hat kürzlich Springerstiefel reparieren lassen. Harter Trinker nimmt weniger Schaden. Schneller K.O.-Schlag. Ist das die Vorstellung von dem englischen Hooligan? Ja. Okay. Was ist bei ihr los, Bagley? Albion rennt ihr hinterher wie ein verknallter Teenager, der meint, Hartnäckigkeit würde fehlenden Charakter ausgleichen. Sie begehen Datendiebstähle an allen Orten in ihrem aktuellen GPS-Verlauf. Okay, mein Interesse ist geweckt. Klingt, als sollte sich Datzak einschalten. Verstanden. Ich habe einen Albion-Officer vom letzten Diebstahl gefunden. Du kannst die Optik nach Informationen durchsuchen. Alles gut. Warum kriegst du fast nur Schwarze? Ich glaube, es ist einfach, weil in England
relativ ein großer Anteil der Bevölkerung auch die ethnische Herkunft hat mit Afrikanern oder beziehungsweise Leuten aus den Commonwealths. Als ich in London war, war auch der Anteil von Indern sehr groß. Also gefühlt. Menschen mit indischer Abstammung sah danach aus, dass sehr viele da waren. Mein Gott, kann man es politisch korrekt irgendwie formulieren? Menschen, die nach Curry gerochen haben. Richtig. Alter Schwede, das wird sofort geblockt hier. So eine Bezeichnung. So, was wollte ich machen? Genau, ich muss jetzt mit dem Hund eben rausgehen. Dann was essen. Dann komme ich mich nachher wieder.